M. Jaishankar wurde 1977 in Indien geboren. Er wurde auch bekannt als Psycho Shankar. Viel ist über Jaishankar nicht bekannt. Seine Vergewaltigungs- und Mordserie begann wohl 2008 und dauerte bis 2011 an. Er soll zudem meist schwarze Handschuhe getragen haben und mit einer Machete bewaffnet gewesen sein. Am 19. Oktober 2009 wurde er erstmals verhaftet und gestand es zu genießen, seine Opfer zu foltern. Am 17. März 2011 gelang ihm die Flucht auf dem Weg zum Gericht. Einer seiner Bewacher beging zwei Tage später aus Scham Selbstmord. Zwei Monate später überwältigten einige Dorfbewohner Jaishankar und übergaben ihn der Polizei. Am 1. September 2013 entkam er erneut aus einem Gefängnis, diesmal aber aus dem Gefängniskrankenhaus. Dabei brach er sich auf der Flucht aber ein Bein und bereits am 6. September wurde er wieder verhaftet. Seitdem wurden besondere Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Er wurde zu 27 Jahren Haft verurteilt und erwartet weitere Prozesse. Seine Opferzahl schätzt man auf mindestens 19.